Nein! Oh, Alter, hab ich mich erschrocken. Zombie? Oh, ja, Wald halt. Moin Leute, wir sind wieder am Start mit Project Zomboid. Ach du Scheiße. Ich habe hier ein bisschen Besuch. Ich gehe mal hier aus dem Gebäude raus und meine Dinge muss ich vielleicht noch anziehen. Jetzt bin ich im Stress. Der Timo ist immer noch nicht dabei. Der Spezi ist beim letzten Mal gestorben. Der Toto hatte tatsächlich die Zombie-Infektion. Und ich möchte sie mir gerade nicht auch einfangen. Und ja, mal gucken. Vielleicht bin ich jetzt der Nächste. Ja, das Problem ist, ich bin respawned in der Polizeistation. Und ich weiß, was vor der Polizeistation rumsteht. Also könnte es interessant werden, wegzukommen, außer... Also ich bin wieder irgendwie angekommen. Ja, ich... hier sind anscheinend auch keine Gegner vor dem Polizeirevier. So, Alter Schwede, wir haben gerade 500 Zombies hinterher. Das ist gut auch. Das waren die, der Toto bis zu dem Gebäude quasi gelockt hatte. Und ich gehe aus dem Gebäude raus und die warten auf mich. Weil ich extra darauf geachtet hatte, dass ich die noch immer mitziehe. Ja, weil, ja, irgendwie 20 Stück oder so sind da stehen geblieben. Oh. Man hat nämlich doch unterwegs ein paar verloren. Ja. Ja, das ist also auch ein offenes Feld. Ich muss mal halt eben eine Stelle finden, wo ich die abhängen kann. Ich will nicht durch den Wald rennen, weil ich habe natürlich vergessen, meine Jacke anzuziehen, bevor ich aus dem Gebäude rausgehen bin. Deswegen will ich gerade nicht durch den Wald rennen, weil das macht ja auch wieder Wunden. Boah, Alter, da bin ich erschrocken. Hi. Das wird ein Zombie-Rennen jetzt hier. Hey. Das Fenster. Schwitzi, das stieß im Weg. Entschuldigen Sie bitte. Da hast du deine Sache reingelegt gehabt. Ja. Ja. Oh Mann, ey. Na, ja, geht man einmal spazieren. Direkt so, arm. Jacke wieder angezogen schon mal. Das ist schon mal was wert. Nur noch die Zombies abhängen irgendwie. Mal als nächstes erkunden könnte. Ja, da unten gibt es halt noch dieses eine blaue Gebäude auf der Map. Ich kann es gerade nicht zeigen. Alles gut. Und nicht dich, meint unsere Zuschauer. Alles gut. Ich antworte für die Zuschauer. Ja. Ich wollte gerade sagen, ein Spezi spricht für die Zuschauer. Genau, ne? Einer muss es ja tun. Verleiht den Zuschauern eine Stimme. Genau. Während ich hier die Karte analysiere. Etwas panisch. Ja. Versuche dein Bestes, ruhig zu bleiben. Ja, ne? Nur etwas halt. Warum bin ich meine Maus? Das ist gerade kein guter Moment. Reisetasche abrücken. Wörtchen essen wir. Bisschen am Rand vom Wald entlang, vielleicht kann ich sie dann achten. Oh, Junge. Streichhölzer und Zigaretten. Meinen anderen. Heißt das? Irgendwo in den Schrank. Was soll jetzt los sein? Wo muss ich noch lang? Wo bin ich überhaupt? Da wollte ich so gar nicht hin. Ja. Aber hier ist alles Wald in die Richtung, die ich eigentlich will. Will ich durch den Wald rennen? Wie groß der ist. Lauf durch den Wald. Ja, das Problem ist, du siehst halt gar nichts im Wald. Ne? Hinter jedem Baum könnte ein Zombie stehen. Das stimmt.
Oh, da ist zumindest eine Straße. Gucken wir mal. So, wo bin ich hier? Ach du Scheiße. Ja. Ja, ich suche mein neues Zuhause. Mach schön mit euch. Ich bin jetzt Einsiedler. Vor allem, Junge, überhaupt der Hauptstraße, ey. Ja, hier ist so eine ganz dicke, so eine Landstraße. Ja, genau. Ja. Geht gerade. Ja, kannst du schon mal gucken, wenn du siehst. Kommst du eines Tages wieder. Im nächsten Ort führt. Ach, du Heiliger, dahin bist du. Ja, ein bisschen. Wie weit bist du denn gelaufen? Ja, da war überall Wald und ich wollte nicht durch den Wald durch. Und dann waren da überall, hinter mir waren halt 50 Zombies. Ich konnte nur in die Richtung laufen oder halt durch den Wald. Ja, mehr Optionen gab es halt nicht. Ja, ja, ein Zombie. Versuch mal. Ich versuche mal an das andere blaue Gebäude zu kommen. Karte aufmachen, welches sich hier befindet. Für die Leute, die gerade bei mir gucken können. Hat in T-Form oder? Für meine Kollegen, die in T. Ich weiß nicht, ob das in T-Form hat, das Gebäude. Ja, ist auf jeden Fall das, was hier die Straße zurückläuft, also im Osten sozusagen. Mhm. Ja, so ein einfach mal hingehen. Mit einem dicken, fetten Stamm unten. Hier ist ein Feldweg. Für ihn die richtige Richtung. Warte, Toto, ich komme einfach mal mit dir. Irgendwas müssen wir ja machen. Leben muss ja weitergehen. Mit seinem Leben muss er mal starten mit dem Karten. Ne, eben. Ja. Ganz genau. Ach, Scheißdreck. Ja, ich komme sofort. Was passiert? Muss man trinken. Was ist das Rüstung? Trinker wird überbewertet. Ey, nicht nochmal die Karte öffnen. Ist noch auf meine Platzwunde schon wieder infiziert. Der Timo wird schon Arzt sein, wo ist er? In der Behandlung, jetzt sofort. Die Timo hat schon Feierabend gemacht. Leichte Bewegchen. Genau. Och, hier so gerade im Wald ist schon eine super Stelle zum Essen, ne? Ja, auf jeden Fall. Bist du gerade versteckt? Ja. Ums Gebäude gelaufen? Ja. Das bin ich. Und bist die Straße lang laufen, oder? Ja, war jetzt so mein Plan. Also ich bin da vorhin auch lang gelaufen. Da war tatsächlich nichts an Zombies, als ich da lang bin. Mhm. Ich weiß, dass da nicht jetzt welche sein können. Niemals. Nicht in dem Spiel, also. Kann ich mir nicht vorstellen, einfach. Ich will mir auch keine Sorgen machen, also. Wenn wir mal losrennen. Ja. Das ist mir auch noch klamm. Denke ich mir auch. Also ich weiß, dass in dem Gebiet, wo wir hin wollen, relativ viele waren. Aber ich habe hier halt meine OP-Handschuhe an, da kann uns nichts passieren. Ich bin Karate-Kid. Wenn da lang oder da lang? Da lang sieht besser aus, wenn ich zurück zu euch möchte. Aber ist schön hier. Muss man mal sagen. Also hast du gerade beschlossen, du willst gar nicht zurück zu uns. Wer hat jetzt ein neues Zuhause? Ich bleib jetzt hier im Wald. Hier ist viel schöner. Mhm. Aus dem Baumhaus. Dabei, kann, ja, eben kann ich ein paar Bäume fällen, kann ich ein schönes Hütchen hier bauen. Nicht gut. Ich suche mir jetzt eine Waffe. Ich habe Kompan Toto dabei. Gar nichts mehr zu Hause. Eine Ex naja. Und so weiter. Okay. Meine ist da in der Fabrik. Wo auch immer wir waren da. Ah, okay. Bei Guido Spezison den ersten. Mittlerweile sind wir bei Guido Spezison den vierten. Das ist jetzt der dritte. Vorher hießen die einfach anders. Also einfach und anders.
Ich bin ja schon stolz, wir haben immer noch meinen ersten Charakter tatsächlich. Ja, das ist schon eine gute Leistung. Wenn auch mit ein bisschen Glück. Meinen ersten Charakter gerade leider losgeworden, weil er den Zombie-Virus hatte. Aber war trotzdem auch schon eine gute Leistung. War schon ein zweiter. Ganz am Anfang hattest du einen. Ja. Ist das so? Nee, ich hab das geschnitten, ich kann mich noch erinnern. Hör doch auf. ich will das mich nicht ausschließen. Die Straße gefällt mir bis jetzt. Hier, die haben wir gut geklärt. Ich komme näher. In dem Gebäude hier bin ich vorhin gespawnt. Und war gut? Ja, war nichts drin. Oben links gespawnt, da war eine ganze Armee davor. Beziehungsweise mit dem Charakter davor, der ich dann dummerweise direkt irgendwie schlagartig sofort mit gestorben bin. Wie hier gibt es Gegner? Was soll das denn? Ein. Ach, du willst was? Ach du willst. Okay. Ja, schon ein bisschen mittig in der Maus. Hier muss ein Zombie, kann ich denn laufen? Vorhörer. Ey, ein BH. Mein Moment ist echt entspannt. Ich habe nur Angst, dass ich nicht raus bin, bevor dunkel wird. Da ist noch einer. Ja, schleichen. Schleiche nur. Jetzt. Hide Attack. Er trümmert sie alle den Schädel ein hier. Was ist hier? Das sieht schon, da ist schon eine Scheibe offen. Safe gut. So, hier vorne an der Kreuzung gleich, wenn wir jetzt weiter die Straße hochlaufen müssten. Ein paar mehr Zombies. Von rechts kommt ein Zombie. Da ist einer im Wald. Steht da noch, ne? Und einer steht oben am Haus. Da von links kommen zwei gerannt. Hier sind mehrere Zombies jetzt. Das gefällt mir nicht. Mein Bandage ist schmutzig. Ach du Kacke. Jetzt geht das wieder los. Links kommen zwei gerannt, die sehe ich nicht. Ja, nee, die sind zurückgegangen. Schmutzig. Etwas durstig, mein Gott. Kann aber auch saufen, der Kerl. Durstig. Was passiert, wenn du den Perk da nimmst, dass du denn durstig bist? Ey? Ist ja richtig. Ja, den habe ich. Ja, den habe ich. Du bist für immer am Durst. Ja, aber kriegst relativ schnell Durst halt. Ja. Was ein Saufschlund, ey. So, hier an der Kreuzung jetzt. Zwei Zombies, ja. Pass auf. Ja. Bist du den ersten? Ich geh zum zweiten. Bin ich da schon wieder in Richtung, die ich gar nicht will. Was Unluftiges. Nix. Links stehen welche und da rechts ist einer gerade. Ja, da kommt raus aus dem Wald. Oben links, das waren die, wo ein paar mehr waren. Ich glaube, wenn die Straße da weiter kommen, noch mal ein paar. Okay, in die Richtung muss ich, dann wäre ich bei euch. Ich muss jetzt hier durch den Wald, sonst bin ich sonst da eine euch, kommt. Von euch vorbei. Ja, ich muss gerade mal gucken. Mehr? Ich hier nicht noch in andere rein. Ja. Ben, hast du keine Ausdauer mehr? Okay. Kann ich mitleben, wenn er zu dir rennt. Gut. Scheiße. Oh, hier gibt's Häuser. Fuck. Zivilisation. Ein T-Shirt von dem. Das
ist ein Spielplatz. Ich denke mal, wir haben hier. Hier ist die Schule, wo wir sind. Mhm. Ich versuche mal in eure Richtung zu kommen, aber. Muss mal ein paar Leute aus dem Weg runter dafür. Wie weit ist er denn noch? Gar nicht so weit. In den Unterarm hat er mir gehackt. Gieriger. Nein! Boah, Alter, hab ich mich erschrocken. Zombie? Oh, ja, Wald halt. Da oben sind zwei Zombies, der eine kommt anscheinend. Oder der ist nur über den Zaun gehüpft. Andere schlägt. Der nächste. Boah, Alter. Ist irgendwo rein. Oh mein Gott, ey. Die Tür offen lassen oder zumachen? Das ist jetzt nicht so geil. Mach zu. Du läufst 10 Kilometer, nichts passiert denn auf den letzten 3 Metern, ey. PC? Ja. Hier in dem dritten Spind oder in einem der Spinde ist eine Reisetasche für dich. Ah. Ich habe jetzt den anderen. Schulrucksack oder was? Ja, auf dem Rücken tragen oder was? Schulrucksack. Ja, ja. Ich auf dem Rücken tragen. Okay, ja. Und jetzt hast du halt, wenn du das Inventar öffnest, die Box, den Schlüsselring und einen Rucksack. Und dann kannst du Sachen aus deinem Inventar in den Rucksack schieben. Ja. Scheiß die Wand, ey. Hier Waffen zu pinnen ist natürlich so, ne? Oh, da sind drei Zombies vor dem Haus. Ich muss irgendwo rein, Leute. Jetzt bin ich gleich tot. Die Schülerin, die hat doch bestimmt eine Knarre bei dir. Ist doch. Schmerzpillen, die nehme ich mit. Irgendwo ist ein Zombie hier. Ich höre den. Ja, ich auch. Oben in der Toilette eingesperrt. Oder der will die Tür rein. Gott, du hast hier in jedem Tisch hast du was drin. Echt? Jo. Ja, die Schule ist viel. Eine Schere, kann ich damit kämpfen? Ja. Ja, nicht besonders gut. Zustechen kannst du damit halt. Okay. Kreuz verdreht, schon mal rot. Noch ein Kreuzworträtsel. Oh, Diogumi und Stift. Gut. Mehr Schokolade. Unterhaltung. Eine Brause für unterwegs. Stimmt, oh, Spezi, 2. Jo. Hast du den ersten? Oh, gut, auch so. Ich gebe zu dem. Okay. Easy Alter. Game. Junge, alter Fighter. Was ein Typ hier. Ja. Killer. Ja, die Moves raus, ey. Ja, also. Wenn man Profi-Trips haben wird, der Trips vor allem. Die Profi-Trips.
Kennt sie nicht? Profi-Tipps? Ja, sorry, ich hab mit Drogen nichts am Hut. Hier sind Zauberwürfel, ey. Das ist schon super, ey. Nicht, wenn die Profi-Trips haben. Oh, hier wollen wir einpacken. Ah, hier ist noch ein Zombie. Okay. Sorry. Oh, aber jetzt. So, mein Freund. Witzig. Oh, schwarze geht. Da kommt noch einer aus der Tür gleich. Ja. Wechsel in die Bandage, ja. Wenn die Wunde infiziert ist, ist das schon schlecht? Sterbe ich dann schon? Nee, infiziert Nein. bedeutet nur, dass die halt entzündet ist, sowas. Das ist nicht. Okay. Ich nehme mal hier ein bisschen. Muss man sich halt nur drum kümmern dann im Nachgang, ne? Bisschen Mucosavan hier. Ein bisschen Paracetamol. Oh, okay. Da oben steht noch ein Zombie. Auf dazu, da sind zwei Zombies noch in dem Raum drin. Okay. Wir werden uns schon gleich entgegenrennen wollen. Ich weiß, bringt eine Lunchbox als Behälter auch noch was, oder? Nee, weil eine Lunchbox müsstest du dann in der Hand halten. Ah, okay. Das ist wie zum Beispiel so ein Müllsack. Junge, alle spielsüchtig hier. Was sagt ihr gerade? Oh, hier kann man schon mal trinken, glaube ich, oder? Nee. Ja, pass auf, da am Fenster. Und? Wenn du da dran vorbeigehst, da sind halt ein paar Zombies. Ja, draußen. Ich weiß halt nicht, ob du jetzt hier im Gebäude bleibst. Okay. Ungekocht. Gekochtes Hack. Mettbrötchen! So ähnlich. Naja, Schule ist teilweise noch besser, alles. Ey. Wir müssen umziehen, wir müssen in die Schule umziehen. Das ist direkt eine Küche, ey. Nur eine Küche. Oder so eine richtige Hightech-Küche. Das haben wir ja auch. Naja, so Hightech sieht die nicht mehr aus. Doch, doch. Also den Gang, da war noch ein Zombie auf jeden Fall. Wie bitte? Schmerzen. Jetzt hier rechts ist noch ein Zombie. In dem Gang, hinten im Flur. Oh, Schulrucksack. Einpacken. Hoodie, Kratzverteidigung, der ist besser, den ziehe ich erstmal an. Hast du hier einen Zombie gesehen? In der Ecke? Ja, also der steht da auf jeden Fall. Ne. Ja, dann passt trotzdem auf. Ja, jetzt habe ich zwei Stück. So ein Mädchen oder so. Kommen Sie mal ein bisschen näher. Damit der andere Zombie dann nicht hier. Hier auf dem Mädchenklo ist die maulende Myrte. Der war clean. Der war clean. Schwarze Digitaluhr. Ja, du brauchst auch eine, ne? Mitnehmen, fertig. Ja, nimm du schon mal. Hier noch mehr finden. Ist die maulende Myrte drin? Muss aufpassen. Nee, wirklich. Nee. Aber hier um die Ecke steht noch einer im Flur. Ja, oh, eins mit langen Haaren habe ich noch gesehen. Warum hat der irgendwie so einen Trenchcoat an? Ich glaube, so eine Person hat nichts in der Schule zu suchen. Ich gehe hier raus, da drei Zombies am Arsch, ey. Oh, rechts von uns sind zwei. Machen die Tür kaputt jetzt gleich. Das heißt aber, okay. Dann ist die komplett offen, ne? Dann wird es ein bisschen tricky hier drin.
Ja gut, das ist da die Haupteingangstür, die meine ich nicht. Wir sind hier in einem kleinen Nebenraum. Links von uns oder hier rechts, die noch zu ist? Direkt rechts bei mir. Ah, jo. Die du vorhin gesehen hattest, ne? Ja, da sind... Ich versuche mal jetzt in eure Richtung zu kommen. Ja. Jo. Pass mal eben auf, ob die da rauskommen. Ich bin hier nochmal eben kurz in der Nähe. Jetzt hier über den Zaun. Einfach springen. Weiß gerade nicht, wo du bist. Ich muss hier gerade auf die Zombies achten. Oder guck auf die Karte. Oder ja, genau. Ja, wenn du jetzt die Straße hochläufst und dann an der Kreuzung, über die T-Kreuzung, dann da über den Zaun hüpfen, dann kannst du gleich, da ist eine Eingangstür, so eine Doppelschwingtür oder eine Doppeltür, da kannst du die linke von aufmachen. Was ein Alter Ausflug. Schwede. Okay, was passiert? Ja, hier ist tausend alles Bücher, voll, ne? Mit Büchern. Mhm. Eine Schule, ne? Vielleicht klären wir das Ding hier und lesen einfach schon mal eine Weile. So, bin drin. Gut. Wenn du hier zu uns kommst, vielleicht lassen wir die dann gleich einfach raus, wenn wir zu dritt sind. Ich bin halt schon gut angekratzt, sag ich mal. Ja, ich gehe dem P mal eben kurz entgegen, damit er weiß, wo wir sind. Ja. Ich halte die Tür hier im Blick. Ja, muss eben meine Bandage wechseln. Ja, nee, alles gut, wir sind halt hier um die Ecke. Stofffetzen wieder sauber machen. Hab halt drei Platzwunden. Stark. Schlecht. Ja, wie gesagt, durch den Wald rennen, ne? Sie rauslassen? Okay. Ich nehme den Pass hinteren. Auf, glaub ich. Arm und Uhr. Richtig gesehen habe, ist da drin noch einer gewesen. Primär ausrüsten. Ja. Wecker ist aus, gut. Ne, noch zwei sind hier drin. Ausschlüssel. Ich habe einen Schuhrucksack gefunden, muss man eben. Was denn? Umräumen. Ja. Alter, was war das jetzt? Ey? Nicht dramatisch hier. Ich habe auch noch. Zwei Schulrucksäcke. In petto. Das war eben alles, was ich habe hier im Schrank tun, um den Rucksack aufzuziehen. Und alles wieder reinpacken. Eine Säge nehmen wir auch mit. Danke. Nein, ach, die Sauglocke habe ich nicht mehr. Habe ich mich nur verklickt. Trinken und auf zum nächsten Raum. Wir müssten mal gucken, ob wir hier vielleicht so ein paar Bücher mitnehmen können. Ja, die sind halt recht schwer, ne? Das ist ein Problem. Hm. Scheiß Stofffetzen, ey, die sind auch so schnell dreckig immer, ne?
Ja, alternativ nur gucken, wir haben jetzt 18.40 Uhr. Vielleicht sollten wir die Nacht hier in der Schule verbringen. Und lesen hier ein bisschen. Aber vielleicht müssen das unsere Zuschauer ja nicht hier mitverfolgen, wie wir hier am Lesen sind, am Büffeln sind. Eben. Na? Das ist richtig. Wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Genau. Neuer Tag, neues Glück, frisch und ausgeruht, total entspannt. Nächste Woche geht's weiter. Bis dann. Ciao. Ciao. Tschüss.